Assalamu alaikum wa rahmatullah. Im Jahre 751 betrat Qutaiba mit seiner Armee den Osten Turkestans, den Westen Chinas, die Stadt Kaschgar. Qutaiba Muslim ist der berühmte Heerführer, der Zentralasien, den ganz Zentralasien und den Westen Chinas, also den Osten von Turkestan, für den Islam eröffnet hat. Er betrat die Stadt Kaschgar und sandte eine Abgesandtschaft von 3 Leuten zum chinesischen Kaiser. Derjenige, der sprechen sollte von den 3 Leuten, war Habira. Und der Dialog zwischen dem chinesischen Kaiser und zwischen Habira ging in die Geschichte ein. Der Kaiser sagte zu Habira: Sag zu Qutaiba, dass er sich verziehen soll. Ich weiß sehr wohl von seiner Habgier und ich weiß auch sehr wohl, dass er nur wenig Leute besitzt, dass seine Anzahl nicht groß ist. Falls er dies nicht tun sollte, werde ich Leute und werde ich Soldaten nach ihm schicken, die ihn vernichten werden. Subhanallah. Habira sagte daraufhin: Wie soll er denn habgierig sein, wo er die weltlichen Verlockungen hinter sich gelassen hat, obwohl er imstande gewesen wäre, sie sich zu holen, und stattdessen gegen dich in den Krieg zieht? Subhanallah. Und wie soll er denn wenig Leute besitzen, wo die Spitze oder der Anfang seines Heeres dort ist, wo die Oliven wachsen, und das Ende seines Heeres hier bei dir ist? Wo wachsen die Oliven? Die Oliven wachsen am Mittelmeer, in Südeuropa und in Nordafrika. Spanien, Tunesien, Marokko, Algerien etc. Und der Anfang oder das Ende ist hier bei dir in China, subhanallah. Und was das angeht, dass du versuchst, dass du uns drohst, dass du uns Angst machen willst, indem du uns drohst, uns zu töten, so liegen bestimmte Lebensfristen vor. Und wenn die Frist erreicht ist und uns der Zeitpunkt des Todes uns bestimmt ist, und wenn dieser Zeitpunkt damit beehrt ist, dass wir getötet werden, so ist uns dieses Getötetwerden weder zuwider, noch fürchten wir es. Subhanallah, diese Sätze von Habira sind in die Geschichte eingegangen. Subhanallah, was für Sätze. Er ist alleine mit 3 Leuten einer Übermacht gegenüberstehend und fürchtet die Übermacht nicht und nimmt kein Blatt vor den Mund. Subhanallah, wir sind hier gerade in Düsseldorf vor der chinesischen Botschaft. Wir haben ein paar amateurhafte Plakate vorbereitet. Die Herrscher der islamischen Welt sind Verräter, ohne Ausnahme. Und die Lösung ist die Einheit. Auf der Rückseite steht: Ein Gott, eine Umma. Subhanallah. Dieses Gebiet, wo Qutaiba damals reingegangen ist, Kaschgar, der Osten von Turkestan, die Regionen und Provinzen Sinjar, Urumqi als Hauptmetropole, Turfan etc. und alles, was dazugehört, war seither islamisch. War über 1000 Jahre vor der Gründung Chinas islamisch. Und auch lange danach und auch bis heute immer noch islamisch. Seit der Gründung Chinas versucht man mit allen Mitteln, mit aller Art von Gewalt, mit aller Art von Unterdrückung, mit aller Art von Ungerechtigkeit, versucht man, diese islamischen Gebiete den Leuten wegzunehmen, versucht man, den Islam den Leuten wegzunehmen. Und in den letzten 2, 3 Jahren ist das Ganze mal wieder eskaliert. Es ist auch 2009 sehr eskaliert, vor 11 Jahren. Und dazwischen immer wieder wurden Leute verhaftet, wurden Leute getötet und. Und in den letzten 3 Jahren ist es wieder ins Extreme eskaliert. Es wurden Konzentrationslager errichtet. Das Ganze kennt man in Deutschland aus dunklen Zeiten. Diese Konzentrationslager werden Arbeits- und Ausbildungslager genannt, wo Millionen von Muslimen hin verschleppt wurden, was nicht nur Uiguren sind, sondern wo drunter Kasachen sind, wo drunter Tadschiken, Usbeken, Tataren, afghanische Muslime, wo mongolische Muslime drunter sind, wo Hui-Chinesen drunter sind, wo sogar einige Han-Chinesen, die Muslime sind, drunter sind, subhanallah, wo Millionen von Muslimen in diesen Lagern versteckt gehalten werden. Und Allah ist der Einzige, der weiß, ob diese Leute noch leben, wie der Zustand dieser Leute ist. Han-Chinesen werden zwangsversiedelt in die muslimischen Gebiete. Jede Familie muss einen Han-Chinesen besitzen, der die Familie kontrolliert. Jede Frau muss mit einem Han-Chinesen verheiratet werden. Subhanallah, das sind unmenschliche Verhältnisse, die dort stattfinden. Man darf Salamu alaikum, also Friede sei mit dir, darf nicht gesagt werden. In der Fastenzeit muss gegessen werden. Es wird die Leute werden gezwungen, dass sie essen. Die Kinder werden gezwungen, dass sie ihren Glauben wechseln. Mit allen möglichen Mitteln. Deswegen flüchten Millionen von Uiguren und Millionen von chinesischen Muslimen flüchten in die Türkei. Und irgendwie versuchen sie nach Europa zu kommen oder in den Osten von China, also raus aus China, Richtung Malaysia. Subhanallah, das sind unmenschliche Verhältnisse. Deswegen stehen wir gerade in Düsseldorf vor der chinesischen Botschaft. Leider war der Aufruf nicht öffentlich und nicht sehr groß, deswegen sind es dementsprechend wenig Leute. Aber trotzdem zeigen wir hier unsere Unzufriedenheit, zeigen wir hier unsere Trauer und unseren Wut. Und wir sehen uns später. Assalamu alaikum. So, nochmal Salam aus Düsseldorf von der chinesischen Botschaft.
Drinnen sitzen die Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel von Yajuj und Majuj, von Gog und Magog. Und denen ihre Arbeitgeber und denen ihre Regierung treibt in China ihr Unwesen. Subhanallah, möge Allah Ta'ala dieses Unwesen beseitigen. Oder möge Allah Ta'ala diese Ungerechtigkeit beseitigen und durch Gerechtigkeit und durch seine Barmherzigkeit ersetzen. Zweites Thema, der Coronavirus oder auf Deutsch der Coronavirus. Heute ist Samstag, also ganz frisch die ganze Sache eigentlich. Der aktuelle letzte Stand, 56 Millionen Menschen in China stehen unter Quarantäne, im Osten von China. Bis jetzt sind 40 Menschen daran gestorben. 1200 sind offiziell infiziert. Ein Arzt ist unter den Toten. Ein Arzt, der das Ganze behandelt hat, der ist im Krankenhaus gestorben. Drei Fälle sind in Frankreich aufgetreten, gestern Nacht, also Freitag. Offiziell wurde bestätigt, dass in Frankreich drei Leute infiziert sind. Subhanallah, ich bin gespannt, was da auf uns Menschen zukommen wird, wirklich, Janne. Teilweise sehen die Bilder oder die Videos, die man eigentlich gar nicht sehen darf, die sehen teilweise aus wie Videos aus Horrorfilmen. Die Leute kippen einfach auf offener Straße um. Es strömt Blut aus dem oberen Bereich des Körpers, aus dem Kopf etc. Und die sind tot. Und eine Augenzeugin berichtet, das Schreckliche an der ganzen Sache ist nicht diese Aktion, dass die Leute umfallen und tot sind, sondern dass der Staat keine Informationen rausgibt. Warum das Ganze, weswegen, die Leute wissen gar nichts. Die wissen einfach nur, hier ist irgendwas Schlimmes, Schreckliches und die Leute fallen um und sterben. Subhanallah, ich bin mal gespannt, was da auf uns Menschen zukommen wird. Salam aus Düsseldorf. Der Grund dieser Demonstration dürfte euch allen klar sein. Verfolgung, Unterdrückung, Folter, Zwangsehen und Mord, das ist der Alltag im Leben unserer Geschwister in China. Mehr als eine Million Uiguren sind laut türkischem Außenministerium Folter und Blitzschlag-Gewinnische in Lagern ausgesetzt. Auf die UN sprach von mehr als eine Million Inhaftierten. Es wird ihnen verboten, ihre Sprache zu sprechen und ihren muslimischen Glauben öffentlich auszuleben. Diejenigen, die sich dem widersetzen, werden in sogenannte Umerziehungslager gebracht. Die Regierung formuliert das anders. Es handelt sich um einen Kampf gegen Terrorismus, Infiltration und Separatismus, der ohne Gnade mit den diktatorischen Mitteln bekämpft werden müsste. So soll sich der chinesische Präsident Xi Jinping im April 2040 über Maßnahmen geäußert haben, die gegen die Uiguren in der westchinesischen Provinz Xinjiang ergriffen werden sollen. Diese sogenannten Maßnahmen äußern sich anscheinend in barbarisch menschenverachtenden Methodiken, die nur dazu dienen, unseren Geschwistern ihre Identität und vor allem ihre Religion zu rauben. Wir wünschen uns mehr mediale Aufmerksamkeit für sie. Wir wünschen uns unseren Politikern Konsequenzen gegenüber China. Wir wünschen uns, dass unsere chinesischen Mitbürger und Mitbürgerinnen sich hier in Deutschland klar und deutlich von diesem Holocaust distanzieren. Und wir wünschen uns mehr Solidarität in Deutschland vor dem Leben der Muslime. In einem Hadith ermahnt uns unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, empfindsam für die Probleme unserer Geschwister zu sein. Er alaihi wasallam sagte, die Muslime gleichen in ihrer Barmherzigkeit und ihrer Zuneigung füreinander einem Körper. Wenn ein Teil davon leidet, so reagiert der ganze Körper mit Fieber und Schlaflosigkeit. Die Umma gleicht also einem einzigen Körper. Wenn ein einziges Glied, also ein einziger Muslim leidet, so ist es so, als ob alle Muslime leiden. Wenn wir nicht an unsere Geschwister denken, wer wird's dann machen? Wenn wir ihnen nicht die Hand geben, wer wird's dann machen? Es wird ihnen keiner die Hand reichen. Aus diesem Grund wird unser Gewissen nicht verstummen. Auch wenn die ganze Welt es ignoriert und ihr Elend nicht sieht, wir werden es ihnen nicht gleich tun. Denn wenn wir schweigen und nicht hinsehen, werden wir unser Gewissen und unsere Empfindsamkeit verlieren. Wir haben lange genug zugesehen und geschwiegen. Wir dürfen nicht nur leise sein und zuschauen. Wir müssen alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um unsere Freiheit in diesem Land zu bewahren. Denn die Geschichte Europas und ganz speziell Deutschlands zeigt uns ganz klar und deutlich, dass wir uns nicht zu sicher vor solchen Zuständen wie in China fühlen sollten. Ich bitte Allah, allen unseren Geschwistern auf der Welt ihre Situation zu erleichtern. Ich bitte Allah, dass sie standhaft bleiben und im Jenseits ein besseres Leben erhalten. Ich bitte Allah um Zusammenhalt für unsere Umma, sodass wir endlich wieder ein großer, kräftiger und gesunder Körper sind.